Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Aufnahme von Crysis 3 Part 2 sind wir jetzt. Wir stehen immer noch in der Tür. Ich hack mal kurz die Tür. Ich habe auch rausgefunden, was der Bug ist. Nämlich, wenn man das Hacken auf eine andere Taste legt als F, dann funktioniert es nicht richtig. So hat es halt nicht funktioniert. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist Sals Heimatfort. Guck mal, hier liegt auch was. Sie haben hier etwa einen, vielleicht zwei Tage. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Jetzt kurz gucken, ob hier was ist. Geht's da lang? Nee, da geht's nicht lang. Doch, da geht. Nee. Ich dachte. Das ist das Schlechte an mir. Stänke. Die Frage wohl lang. Da lang. Ah, das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen wir. Mach diese Tür auf. Zeig mir dein Gesicht. Hallo, brich sie einfach auf. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, wie schnell konnten wir uns bitte folgen? Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich! Ja. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ja, er wurde ja aus seinem Anzug rausgeschnitten. Da sieht man auch, wie einer aus seinem Anzug rausgeschnitten wurde. Scheiße. Ist wahrscheinlich so Psycho. Komm schon. Gehen wir. Ja, und wir können jetzt anscheinend weiter. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, ich gebe dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Alle 6 Uhr. Gut, nehmen wir uns kurz eine andere Waffe. Mal gucken, wie weit wir kommen im Bogen. Dann sonst greife ich halt richtig ein. Oder an. Sie sehen uns noch nicht. Der Psycho läuft hinter der Wand gerade lang. Hätten wir. Scheiße, sie sind hier! Ruf Verstärkung! Action, aufhauen! Frage hinten war eigentlich auch einer, glaube ich. Delta 6, brauchen Verstärkung, over! Ja, sie haben uns noch nicht richtig erwischt. Irgendwo von da hinten höre ich einen Sound, aber sie hat nur den hier da vorne. Das macht die Sache nicht einfacher. Sehen wir, dass gerade am Arsch dabei geht. Also sind etwas mutig gerade. Ja, hier kommt. Ich bin gleich da. Hier kommt. Kommt was, was Kriegst ich. Kriegst du das von deiner Glück Seite weiß. Aus wirklich hin? Vergiss es. Ich brauche keinen scheiß Taucheranzug. Ja, kommt doch nicht. Ich dachte. Wie vorhin auch schon. Und immer noch keine Info. Hier kommt. Oder? Nee, kommt doch nicht. Decay Bolt. Nehme ich. Können wir irgendwas umrüsten an der Waffe? Nö. Brauchen wir nicht. Ist die Frage. Gehen wir da lang. Geh weiter. Wir treffen uns wunderbar. Weiter vorne wieder. Okay. Roger. Rücke vor. Kontakt! Ziel getarnt! Gut, ich versuche dann doch eher Rambo-mäßig durchzugehen.
Und ich nehme mir keine Scar, weil die Scar ist eine Scheißwaffe, finde ich. Ich mag sie zumindest nicht. Was ist hier los? Da kommen sie auf jeden Fall runtergelaufen. Sind mir manchmal ein bisschen zu leicht. Da steht auch einer. Also ich weiß nicht, warum die da offene Waffen rumliegen lassen. Ich weiß nicht genau, ob hier noch irgendwas ist. Ich laufe erstmal unten rum, dann komme ich. Dann gehe ich oben. Hier war auch einer. Gerade ein bisschen leiser bin ich, weil ich schon sehr konzentriert versuche. Also auf Entfernung ist die Waffe der größte Wix. Ich mache überhaupt nichts. Das ist der Dings, der. Egal, wieso ist da noch was? Keine Gegner? Gut, dann können wir uns mal kurz umgucken. Weiß ja nicht, ob hier noch irgendwas liegt. Könnte ja immer noch sein. Gibt es auch diese Aufrüstungskästen hier irgendwo? Aber hier glaube ich noch nicht. Na, ich glaube nicht. Da lang müssen wir. Sag doch mal einer. Da lang, oder? Oder da lang? Kommt die Map irgendwie? Nö. Gut, ich glaube eher hier lang. Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Der hat da gerade irgendjemanden umgebracht. Da wollen wir nicht stören dabei. Die Frage daran geht's nicht. Ich will mal gucken, ob hier noch was ist. Hier geht's eigentlich nicht lang, oder? Kommen wir hierher? Nö. Ich dachte. Nein, ich wollte es jetzt eigentlich nicht laden. Alpha, vorrück! Ich sichere nach hinten! Ich versuche es jetzt eher aus der Ferne mal kalt zu machen, damit ich nicht so in Gefahr laufe. Okay, die Waffe ist zu Ende. Ich hätte eigentlich gerne noch einen Visor. Hier will ich nochmal markieren. Ich glaube, wir nehmen uns statt der K-Volt mal die Waffe, die hier rumliegt. Ja, ich nehme doch eine Scar. Ach, Mann, Mann. Auch wenn das Visier ein bisschen beschissen ist. Und man sollte eigentlich auf so eine Waffe kein solches Visier draufstellen. Sollte es das gewesen sein? Das sind die Waffen. Da drüben habe ich zwar noch einen Pfeil, jetzt weiß ich nicht, ob das ein Zell-Typ ist oder
Nee, jetzt ist der Pfeil weg. Jetzt ist der Pfeil hinter mir. Ist hier unten jemand? Overwatch! Hilfe! Werf. Immerhin können wir sie noch nehmen. Waffe haben wir bereits. Die machen hier, glaube ich, irgendwas mit Atomstäben. Zumindest kommt es mir so vor. Wir bringen ein bisschen zu viel Zeit in dem Level, finde ich. Bin gleich da. Ich habe eigentlich vor, alles zu sehen und mir anzugucken. Ich weiß nicht, ob hier das Geschütz ist. Sag mal, ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Ja, das habe ich mal wieder wunderbar gemacht. Du kannst sie hacken. Hab ich nicht vor. Und ich bin wieder der Arsch. Ja, ich hab's nicht gehackt. Da wird er gerade beleidigt. Nur die Frage, ob man uns die Tür aufmacht oder nicht. Doch. Gehen wir. Gut. Ich will eigentlich mal einen Revolver bekommen hier. Den gibt es nämlich auch in diesem Spiel. Ich glaube, den gab es im vorigen Spiel auch. Soweit habe ich aber nicht gespielt. Oben rechts habe ich gerade. Was neuerdings, Leute? Weiß auch nicht, Grafikpack oder was ist das? Ich war schon immer ein Teamplayer. Verschwindet und. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, nee, doch nicht. Ich erinnere mich. Die meisten sind Schuldsklaven. Cell gehört unsere Energie. Alles. Kannst du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen gibt. Man hat keine Wahl. Es sei denn, man kämpft. Steht ein bisschen komisch da. Hier. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Willkommen in New York. Version 2.0. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Seth-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Keine Energie, kein Sir. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Seth hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit.
Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Seth-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Sal ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Sal, aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause. Gut. Nächste Mission, wahrscheinlich The Files, was man als Beispielmission auch schon mal gesehen hat bei GameStar oder Electronic Arts. Das ist Claire, New Yorks Regionalkommandantin. Sie ist zwar keine Soldatin, aber sie macht einen verdammt guten Job. Seit wann respektierst du den Vorgesetzten? Tja, weißt du, das hier ist was anderes. Ich habe gerade den Satz irgendwie übersprungen. Keine Ahnung, ich habe kein Enter gedrückt, aber... Ich muss dir versprechen, keinem was zu sagen. Naja, technisch gesehen habe ich mein Wort ja gehalten, oder? Genau. Ich würde eigentlich gerne gucken, ob ich einen A-Cock habe. Ja, okay. Mehr haben wir nicht. Gestört von was? Seh dir das an. Direkt aus den Skin-Laboren. Experimentelle Nanotech. Drücke F. Es will's nicht. Nanovision aktiviert. Ach, das. Nanovision weg. Jetzt. Cool. Das ist mal cool gemacht. Wie viel haben wir denn? Da muss ich mich jetzt mal... 4 Freischaltungen haben wir. Das ist Supertarnung. Erhöhung auf 75%. Können wir da noch irgendwas irgendwie hoch? Nö, wir können nur... Ach, wir können das so verschieben. Ah. Erhöht Maximum schnellere Gesundheitsregeneration. Was ist das? Und das erhöht schnelleres Nachladen. Zielen. Erhöht Reichweite. Gott, das ist ja krank. Kugeleinschlag. Ich möchte eigentlich gern was mit Armor haben oder mit Rüstung. Schalten Waffenstabilisator frei. Beim Schwanken, beim Zielen mit Visier. Stärkerer Power Kick, den brauche ich nicht. Das Nachladen würde ich gerne nehmen. 4 Stück haben wir. Ich würde das hier gerne freischalten. Modul freischalten. Das ist erhöht kritische Gesundheitsbonus, schnellere Gesundheitsregeneration. Das wäre gut. Modul freischalten. Wir haben noch einen Punkt. Das ist die Frage. Schnellere Tarnung. Das ist 3 Punkte. Das ist die Frage. Irgendwas rechts oder links sollten wir noch mitnehmen. Was ist das? Vollständige Tarnung bei Tarnkills. Das hier. Ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt ein bisschen so aufhalte hier, aber ich möchte eigentlich schon gerne mal gucken, was das ist. Aber schnellere Tarnung, das bringt's alles nicht. Ja, das erhöht den. Erhöht alles. Und so. Okay, das hat's. Ah, ich hoffe, das ist es wert. Gut. Wir können da anscheinend 4 Sachen dann auswählen. Das sieht ja mal nice aus. Da ist er. Der Liberty Dome. Seht doch mal die Pflanzen an, verdammt. Eine riesige, verschwitzte Achselhöhle. Das merkst du in diesem Anzug zwar nicht, aber hier drin ist es wärmer als in einer Sauna. Cool. Ich würde sagen, wir sehen uns mit diesem wunderschönen
ja, Ausblick auf das Dach New Yorks und die Sonne im nächsten Part wieder. Bis dann.